Petra mit mir. War bei mir wird er immer noch nicht angezeigt. Ich starte ja immer nicht. Warten auf Paul Wenzel. Komm ich jetzt. Ach lol. Ich like jetzt mal mein Video selber. Warten auf Paul Wenzel. Nein. Ja. Warten auf Paul Wenzel. Weil er heißt mit diesem Namen Wenzel. Paul. Wollen wir diese Shataro, Achtung, Kurve oder diese. Ja, lass es mal zocken, ich hab das noch nie gezockt, Hilfe. Kannst du mich denn noch nicht on? Natürlich. Achtung, Kurve. Ich hab 3 Zuschauer, Junge, das ist. Achtung, Kurve. Ja, einer davon ist ich und der andere bist du und der andere ist Lukas. Wieso liest du dir das durch? Ja! Achtung, Kurve. Da. Ich habe schon 4 Kommentare. Guck mal, wieso liest du dir das durch? Guck mal, ich sag dir das. Warte mal, halt's Maul. Ich gehe mal auf mein Handy. Was zum Kanal. Die will Stress, die will Stress, hat sie gesagt. Die will Stress. Ich sag dir das. Wer ist das? Ich bin dumm, hi, das stimmt. Warte, also Marco, lass denn jetzt Dings. Jacqueline Werner ist drin. Nein, das ist Mobbing. Hallo, das können wir. Schlecht, wenn ich irgendeine Scheiße rede. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen keine Zuschauer mobben. Das ist unfair. Marco, lädst du. Ja, aber mach. Wir wollen doch Deadline-Missionen. Das ist Unterhaltung. Das ist Comedy. Das ist keine Unterhaltung. Das ist Müll. Das ist geil. Ich hab noch nie. Bitte, bitte. Ja, aber wir wollen Deadline zocken. Bei mir ist voll, geht nicht. Logik ruft an, ups, ging nicht dran. Ich die Kommentare von der nicht. Ist wirklich. Ist halt ehrlich so. Wieso liest du dir das durch? Nicht dran, ging nicht ran. Die drückt einfach die ganze Zeit auf die Mitte des Bildschirms. Ich hab 8. Seid ihr schon drin? Ich weiß nicht, wo man. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt mal auf Job spielen von Rockstar erstellt. Muss ich denn rauf? Wir müssen aber in deiner Lobby sein. Kann ich dich nicht einladen? Ja, okay, ich lade euch beide einfach in meine Lobby ein. Nein, ich kann aber. Fuck, meine Lobby ist voll. Ich werde entscheiden, was 5000 über. Ich habe jetzt meine Münze schon seit einer halben Stunde drauf, warte. Ich trete dir mal bei, Lukas, und dann kann Marco, dann kannst du mir auch beitreten. Warte, ich ruf gerade die Infos von ihm ab. So, jetzt gehe ich rein. Wir treffen uns beim Dings, ja? Bin ich drin? Also wir treffen uns beim Casino. Hä, wir müssen uns nicht treffen. Ich kann nicht gleich auch, Digga, Lukas, deine Lobby ist auch voll, du Ischig. Ach, Junge. Meine auch. Ja, meine auch eben. Ja. Vielleicht komme ich ja jetzt auch in eine andere Lobby rein. Ich guck mir noch nicht mal selber zu, was bin ich denn für ein Ischig? Ich muss ja auch gucken, ob alles gut ist. Bisher sieht man nur so ein grauen graues Bild. Ich glaube, liest du das? Ja, du, ich hab die Stress, also. Bird. Warte, wieso liest du dir das durch? Kannst du den Sinn deiner Kommentare erklären? Nö. Wer ist Logic? Warum rufst du ihn an? Und warum ging er nicht ran? Oh, Digga. Also. Ich sehe nicht schon. Ich sehe. Mann, du bist so beschissen, Alter. Ich sehe dich. Ich sehe.
Wir nicht schwamm. Mann, die Lobby ist nicht voll, ich lade euch beide ein. Nein, das ist kein Scheiß. Hast du ein Handicap? Hast du ein Handicap oder? Ich. Sehr gut. Dann haben wir vielleicht hier den Dings anmachen. Kommt ihr jetzt mal beide rein? Nein, ich mach nicht meine Facecam an. Machst du eine Facecam an? Nein! Ja, da war Facecam. Lotzig ruft an. Ups. Warte, für eine Millisekunde. Peace. Ja, sorry. Ich habe mich für eine Millisekunde gezeigt, ganz kurz. Die Sitzung ist voll. Kann. Ja, nicht zu mir, Alter. Deine Sitzung ist voll. Kann gar nicht sein. Ah, lol. Es sind gerade irgendwie gerade gefühlt 8 Millionen Menschen reingekommen. Ey, Junge, kann jemand eine andere Lobby suchen? Ja, mach ich. Ja, ist. Muss ich. Wenn der zuerst kann, dann ist er noch im Loading-Screen. Jetzt schreibt's wie so. Ich nenn's einfach Jackie. Ich nenn's einfach das Scheißpferd. Oder Jackie heißt das Pferd, oder? Ja, ich nenn sie auch das Scheißpferd. Ich nenn sie einfach Jackie. Nein, wir nennen sie jetzt Scheißpferd. 8 Millionen, ah ja. Oder auch 3 Leute. Paul, die disst dich gerade, ne? Ja. Ich war in 8 Millionen, ah ja, oder auch 3 Leute. Ich war im Internet. Ja, Bruder. Ich schwöre, hässliches Pferd. Ja, dann kriegst du erstmal die 8 Millionen hin. Ja, dann bist du ruhig. Ich meine 8 Millionen Leute. Was? Hier kannst du nicht gucken. Hier kannst du nicht gucken. Und hab mir was bestellt. Ich schreibe sogar Fragezeichen, weil. Ja, weil er nie kapiert nicht. Ja! Es war ihm. Angebot. Alter, bin ich lost. Kann mich jetzt jemand noch einladen in GTA oder? Warte, ich mach eine neue Sitzung. Ja, wolltest du doch eben schon für eine halbe Stunde. Paul Ackerin, wenn du wüsstest, wer ich bin, alter Paul. Geistig 3. Also er ist nicht alt. Ich hab keinen Plan. Wüsste, ey, wenn das jetzt, ich nenne jetzt nicht den Namen, wenn jetzt dieses Mädchen, ich sag nur mal Stock, wenn du Stock bist, schreib eine 1, wenn du Stock bist, schreib eine 1 in den Chat. Wenn du jetzt das hässliche Stockmädchen bist, und es kostet Geld. Wenn du jetzt das Stockmädchen bist, dann kriegst du Kamera und so Dinge machen. Ich geh jetzt die ganze Zeit gucken, bis ich eine kacke neue Sitzung, eine richtige Sitzung. Nö, wer ist Stock? Ich hab den total. Ich hab gar keinen Plan, wer du bist, Alter. Die Postfrau hat's gebracht. Fragezeichen. Ich habe das hässlichste Ausweichlungsgeborene. Mit dem Namen S. Paul. So hässlich, dass man sie nicht sehen kann. Soll ich mit Fahrrad fahren? Ich kenne kein Mädchen mit S. Hilfe. Warte. Ich werde du kennst. Oder auch deine Freundin. Was? Nein. Ich hab keine Freundin. Hilfe. Ich habe wirklich keine Freundin. Du noch über Fitness. Knallen, was? Nein. Gut, dass du keine Freundin hast. Nee, Ich hab wirklich keine Freundin. Ich hab keinen Plan, was sie meint. Nicht, hey, hallo! Ey, halt, stopp! Ich hab wirklich... Junge! Ja, echt nicht? Ich hab wirklich... Echt nicht? Sie ist geschockt. Ganz sicher, wirklich? Ganz sicher? Ich bin wirklich nicht. Alter! Halt, stopp! Ich hab gesagt, die echt nicht? Also wirklich, Junge, ich schwöre, Paul. Achtung, Beziehungsstreit, dann. Nee!
Nicht dein Ernst. Also Paul, ach Paul, wieso, Digga? Paul ist doch lieber auf dem ersten Blick, Junge, Stockmädchen und Paul. So ein Ding ist das. Stockmädchen? Digga, ich kenn die halt... Ich kenn die halt eben noch nicht mal. Ich kenn die wirklich nicht. Ich kenn die wirklich nicht. Ich kenn die wirklich nicht. Schreib mal deinen echten Namen rein, wenn du, keine Ahnung. Schreib wirklich mal deinen echten Namen rein, denn weil, dann vielleicht weiß ich's ja dann. Katja. Katja. Du kennst die nicht mal. Also du musst die sonst würde sie die nicht, Alter. Hilfe. Ja, Alter. Alter. Das ist eine heimliche Feier. Paul, Junge. Komm, jetzt kann ich sagen, im Stream, komm, Junge. Ich kann sagen. Was war ja. Blond, das heißt bist dumm. Du? Blond heißt doch dumm bei Mädchen. Ja. Das heißt, deine Freundin ist dumm? Ist deine Freundin blond? Nein, ich hab noch nicht mal eine, ich bin Single. Ja, wahrscheinlich. Ich hab doch nur was gesehen von einem Stockmädchen. Sina, du Affe. Sina. Ich kenn wirklich keine Sina. Ich kenn keine Sina auf der gesamten Welt. Lukas, ich kenne wirklich keinen. Ja, jetzt ich bin ja, meine Abdings ruft gerade ab. Ich kenne wirklich keine jetzt. Sina. Die stellt mich dumm da. Die wird mich die stellt mich dumm da, Lukas. Wahrscheinlich. Das ist doch toll. Okay, gut. Dieses Nein. Genau. Diese Sina kann jetzt sagen, ob ich der Richtige bin. Genau. So, ich hab meine Facecam angemacht. Jetzt kann sie gucken, ob ich der bin, den sie meint. Und dann wird. Digga, man sieht nix, man sieht so blaue Kacke. Der jetzt nicht mehr, du Idiotensohn. Jalla. Ja. Bist auch Junge, du hast doch irgendwas immer gesagt von der Sina. Stimmt? Lukas, ich weiß noch nicht mal, wer das ist. Ich schwöre es dir. Ja, dann beleidige die mal, okay? Schau, ja, und so, ja, so richtig. Ich mach Schluss. Ja, so richtig hart beleidigen. Ich hab einen Sohn, ich mach Schluss, so. Ja, genau. Wenn's nicht deine Freundin ist. Naja, ja, aber das ist ja eh deine Freundin, stimmt's? Ja, trotzdem, er sagte, Beweis. Ja, Beweis. Kommt denn nicht? Jetzt getraut er sich nicht mehr, hä? Ist ein Scheiße. Ich schreib gerade was, ich hab. Ich dich nicht kennen und ich mach Schluss. Falls du. Meine. Alter, Maul, ich bin Single. Denkst. Oh Bruder, ich will Single bleiben, ich hab meine PC. Sie hat okay geschrieben, sie nimmt's an, weil sie dich nicht mag. Falls du denkst, du wärst meine Freundin. Single for life. Und jetzt so nach dem Stream. Bitte! Ich hab's nicht ernst gemacht! Bitte! Hat die Menschen getrollt? Ja, Digga, du hast es ausgemacht, du Keko. Sie sagt einfach Tschüss. Paul ist drin, du Idiot. Ich hab Mittelfinger gesagt. Paul ist das bei. Ja gut. Sie sagt einfach Tschüss. Nee, die bleibt noch da. Guck mal, Junge. Guck mal, wie Paul ist einfach schon mal nicht mal Schluss und sie so. Okay, und dann nun richtig traurig. Jetzt mal, Junge, ihr seid doch safe zusammen, Junge. Und dann schreib, aber ich schreib, falls du denkst, du wärst meine Freundin. Ja, mich juckt's nicht. Dafür hat sie meine Kommentare gepusht. Deshalb, nice. Die ist, glaube ich, wirklich geliebt. Dafür hat sie meine Kommentare gepusht. Deshalb, nice. Wenigstens hat sie meine Kommentare gepusht. Ja, Mann, es ist doch cool, wenn da eine große Zahl steht. Beitreten. Dann trägt mir doch bei. Tritt mir bei, du Eschek. Lil. Ne Stecke dir sonst wo rein. Den Mittelfinger. Oh
Oder auch das andere Ding faul. Wie faul? Da läuft was. Geil! Das ist wirklich. Ich schwör's nicht. Ich bin gefickt, Alter. Ist wirklich, wir werden da nichts dagegen. Warte. Ich rufe jetzt einen Freund. Ich rufe jetzt einen an und ich frage ihn live, ob ich eine Freundin habe. Warte. Ja, Digga, guck mal, sag schon. Nicht, doch, ich rufe ihn jetzt an. Ich habe jetzt jemanden angerufen. Ich habe jetzt jemanden angerufen und es klingelt. Es ist jetzt live. Du musst offline kicken. Niklas, ich bin jetzt gerade, ich bin jetzt gerade live auf YouTube und hier war so ein Mädchen, die hat sich als Freundin von mir ausgegeben. Jetzt kannst du live sagen vor allen Leuten. Jetzt habe ich eine Freundin gehabt. Sei ehrlich. Voilà, ja. Du Arschloch! Jetzt bist du gefickt, Alter! GN sagt gegen Zahl. Nein, bitte nicht. Nichts gehört. Mein genitales Teil ist sehr lang. Nein, das ist nicht. Digga, ich kann ja auch noch ein ganzes Gedicht dazu sagen. Soll ich dir das sagen? Allah ist groß, Allah ist mächtig, doch mein Penis ist 3,60 Meter. Ich kann ja auch noch ein ganzes Gedicht dazu sagen. Egal. Egal. Du bist ein Essex. Ey! 50 Kommentare! Du bist ein Essex. Kann mich jetzt. Lukas, bist du schon drin? Corona. Aber Niklas, ist es dein Niklas von Wollen? Ja. Lukas? Deine Freundin? Nee. Weil du auch ehrlich gehört, dass du kack. Ich hatte nie eine Freundin. Die verarscht auch nur. Paul, du weißt schon, dass du mir mal früher gesagt hast, dass du eine Freundin hast, ne? Hattest du eine, aber... Hä? Paul? Ihr lügt alle nur. Ja. Nur weil so eine. Nur weil so ein Mädchen reinkommt und denkt, ich bin witzig und gibt mich als Freundin aus, obwohl er gar keine hat. Digga, ich kenne die noch nicht mal. Ich schwöre. Du bist deine Freundin. Ich schwöre, ich kenne die nicht. Stimmt, du bist deine Freundin. Ich schwöre, der hat immer davon erzählt, Junge. Ja. Ich hab dir auch mal erzählt, wie ich meine Ex gedisst habe, Alter. Wir nennen sie immer in der Schule Stock und da habe ich's und es war gerade am Stürmen draußen und da war so ein Baum am Weh, also richtig am Rumschwenken und habe ich gesagt, ja, guck mal Stock, weil du mit deinem ultra harten Schwergewicht vom Baum gefallen bist, wackelt jetzt der Baum, weil dein Schwergewicht fehlt. Warum ist hier ein scheiß Stacheldraht? Kann man daran sterben? Nein. Der Typ rennt hier einfach drum wie ein Idiot. Das warum ist denn schon Stacheldraht? Du sagst das jetzt nur so. Ich schwöre dir, ich hatte noch nie. Oh, okay, ja. Oh Gott, da ist was Ekliges. Also Paul, du kannst es wirklich sagen, wenn es deine Freundin ist. Gut, ich sage jetzt einfach mal die komplette Wahrheit. Ich kannte sie nicht. Digga, ich weiß nicht, wer das ist. Junge, das ist deine Freundin. Ich glaube, sie ist gerade lieb. Hoffe ich auch. Ansonsten bann ich sie. Digga, das ist deine Freundin. Votekick. Es war deine Freundin. Nein, SSS. Die ist sympathischer als du, Paul, ne? Wieso? Ja. Ah!
traurig nach dem Stream, muss ich sagen, sagt, bitte, bitte, ich hab das nicht ernst gemeint. Lukas, kennst du diesen Marco, kennst du das TikTok von einem YouTuber oder das Video, wo er sich als Mädchen ausgegeben hat und da hat der Junge gefragt, can you after the round add me on Snapchat? Yeah. I don't can wait to hear this. Digga, was ist das denn? Was ist mit deinem Englisch los? I can't wait to hear. Ja, das war da wirklich so. Das war der hat das so gesagt. Ich habe das jetzt nur wiedergegeben, wie er gesagt hat. Und ich tanze gerade auf der Straße. Kannst du jetzt meine Deadline-Scheiße starten? Sorry. Wenn du mich mal einladen willst, dann Power offline gestellt. Bist du ja erschreckt? Ja, ich lade ihn ein, warte. Nein, ich lade ihn. Ach, Digga. Lukas, du bist aber auch echt ein Opfer. Sag doch was, dass ich dich einladen soll. Ich hab die ganze Zeit gesagt, wenn du offline bist, du Kek. Ja. Aber Paul, jetzt ist, glaube ich, Dina gegangen. Jetzt hast du sie komplett mad gemacht. Hoffe ich auch. Junge, ich schwöre, du kannst... Wie Lukas gesagt hat, nach dem Stream, es war alles nicht ernst gemeint, bitte. Ja. Ich geb dir auch einen Döner aus. Ich geb dir auch einen Dickpick, weißt du? Naja. Nee. Danke. Meiner ist... Nee. Fuck! Du und ein Dick, nee. Ich hatte noch nicht mal eine. Nach dem Stream wirst du wieder sie anbetteln, aber du wirst sie nicht mehr bekommen. Ja, du hast sie einfach zu sehr verletzt. Nein? Ich weiß noch nicht mal, wer das ist. Ich bin gerade. Nee. Ich hab gern das Datenschutz aller mal erkennen. Ja, warte, ich gebe das mal Paul Wenzel ein. Ja, nett, du bist sowieso mit der Schicht. So hab ich dran. Hier ist ein Paul Wenzel, ein paar Paul Wenzel. Ja, viel Spaß, einen da zu finden, der genauso aussieht wie ich. Hast du überhaupt ein Profilbild? Nein. Ich hab halt eben noch nicht mal eins. Ich hab noch nicht mal einen Account. Lina Wenzel. Es gibt nur zwei. So ich glaube, ich hab dich gefunden. Vielleicht heißt du P. Wenzel 90. Du heißt einen wirklich, glaube ich. P. Freund Etten. Abkürzung. Abkürzung für den Schick. Es gibt nur noch jemanden, der heißt Pauley. Ja, das ist er. Ja, Paul, ja? Nimm meine F an. Geht nicht. Ich habe keinen Snapchat-Account. Lukas? Ja? Keine Ahnung. Ich glaube, ja. Ich glaube, da hat er einen. Ich habe einen Insta-Account. Ja, das war's. Auch. Nimm meine F an. Ich weiß es. Schnauze. I can see you wearing that. Hi, wie geht's denn, Chick? Wie er über seine eine Sache lacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihm schreiben soll, den Typen. Ihr kennt ihn noch. Komm schon, Paul, du kannst ja sagen, ob du wirklich Snapchat hast. Ich hab keinen Snapchat. Und schickt dir es denn? Ehrlich. Ist echt so, weil du würdest nur sagen, du da später von deiner Freundin hast. Chef, bist du gerade am Bilder löschen, Alter, und dann sagst du, ja, okay, ich hab's noch. Freunde, die sind's doch alle. Did you find your size? Ja, diese Mütze sieht einfach nur schwul aus.
Wir müssen es doch alle. Ach der ja. Wann checkt die es denn endlich mal? Ich. Schalte die. Kannst du jetzt, Mann? Was? Kannst du jetzt? Mann, mich regt's auf, dass wir immer noch kein Deadline zocken. Ich will kein Deadline zocken. Ja, warum? Was spielen wir denn jetzt hier in GTA? Wir machen doch. Die Jungs Streit war am lustigsten. Das war der Humor. Das war das Geilste. Ich kann es eigentlich mit dem Stream so beenden. Jetzt hat er mit seiner Freundin Schluss gemacht. Die ich noch nicht mal kannte. Wahrscheinlich. Ich will lieber nicht an Niklas zurückkommen. Dann kann ich das beweisen. Ja, das bin ich auch. Niklas, ruf ihn nochmal an. Nö. Lukas, hast du deine Nummer? Nein. Gehst du überhaupt zu Paul, mit Paul in die Schule? Denkst du wirklich? Au. Hey, ich bin noch da. Hallo. Ja, ja, safe, das schreibt mir zurück. So, ach, hey, bitte. Ich bin immer Base. Und bei mir Base. Ich hab gerade gesagt, ah, Base. Ah, Junge. Lukas, du willst sie klären, oder? Du willst sie doch klären, ja. Der Geist, weißt du? Du hast so Schluss gemacht mit dem, und du schreibst sie wieder mit so, ah, Base. Du bist doch meine kleine Bebe, ich will dir nicht so gerne zurück, aber na cool. Dann kann ich die Schelle geben. Ja. Kann Nö. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Nee, die ist weg. Ja, ich weiß, dass sie weg ist. Ja, wegen dir. Ha! Soll ich sie mal über Snapchat anschreiben? Ich weiß. Aber soll ich sie mal über Snap anschreiben? Über Snap? Ja, ich sie. Ha! Ja, das ist so! Als wäre ich so dumm, ne? Als wäre ich echt so dumm. Ja, ja, such ruhig 30 Jahre ab. Du wirst nichts finden. Es gibt nur einen Paul, wenn ich auf Snapchat. Ja, dann guck. Ja, ich bekomme eh keine Nachrichten, weil... Entweder lacht sie gerade, weil... Entweder lacht sie gerade, weil sie dich auslacht. Oh, oh. Lol, ich habe überlebt. Wo liegt mein Motorrad? Ich hoffe, es ist das erste. Ich hoffe, es ist beides. Ich hoffe, sie ist weg und wird sich nie wieder blicken. Woher kannst du das? Das war ein Biss, du musst jetzt für immer bleiben. Ja. Ja. Du musst jetzt ganze durchgehen beleidigen. Ich? Ja. Wieso? Weil du in die verliebt bist. Nein. Ich kenne sie halt eben noch nicht mal. Nein. Echt nicht? Nein. Echt nicht? Asoziales Netzwerk! Weißt du, Sina schreibt mal seine Adresse in den Chat. Dann wissen wir wirklich, ob du sie kennst. Wir haben doch. Ja? Methode auf diesem Planeten. Ja? Aber sie funktioniert. Also ich kenne seine Adresse, ja. Steht auf dem Karton drauf. Warum? Ich habe ihm Geburtstagsgeschenk geschickt. Steht in meine Adresse noch drauf. Von dem Gitarren, den ich mir damals bestellt habe. Paul, du weißt jetzt trotzdem, deine Freundin, die es mit dem Video gemacht hat, hat am meisten Kommentare in deinen Videos geschrieben. What the fuck? Ich habe einen eingehenden Anruf. Warte kurz, ich bin gleich wieder da.
Wie? Von wem wohl? Von wem wohl? Und verpasst den Anruf. Ich hab auszusehen. Ich war zu langsam. Es war Ali. Es war Ali. Ah, egal, war mit ihm. Auf dem Kasten raus. Warte kurz. Och, Digga, jetzt. Er ruft schon wieder an. Ich wusste es. Ali, Bruder. Was hast du? Was willst du? Ah, okay, ja. Ah, was mach ich denn? Ich hab keine Zeit mehr. Fortnite. Ich bin am Streamen, Mama, in der Call. Lass mich in Ruhe. Das war erneut Ali. Ali. Nein. Libanese. Weißt du, Ali Tunnel. Hört auf, Ali zu mobben. Leute wie Ali werden täglich unter Cybermobbing unterlassen. Leute wie Markus können ihre Beine nicht schließen. Er hat dicke Eier. Kompliment. Ja, ich heiße zufällig mal. Hier steht. Ein glückliches Single-Mädchen. Ohne Mädchen. Und ich springe. Ich gehe runter und habe überlebt. Man bin ich krass. Mann, bitte Mord und Bischai. Bitte Mob? Ich bin beim Flughafen. Ich habe gerade einen Typen das Auto geklaut und fahre jetzt damit in die U-Bahn rein. Traurig. In die U-Bahn. In die U-Bahn. Nee. Da unten, weißt du, wo man warten kann auf eine U-Bahn. Da bin ich gerade mit dem Auto. Krasser Typ. Und hab's über diese Dinger gerade geschafft. Jetzt fahre ich hier gerade lang. Krasser Typ. Da bist du. Ich bin ganz wieder gewesen, der Tina ihn jetzt angerufen. Mit ihm komplett beleidigt. Ja, was hab ich sonst gemacht? Ich werde dir Schelle geben, wenn ich noch jetzt nach Hause komme. Dann wirst du erstmal Götter gewinnen. Ich? Nee. Nee. Ich komm, Bruder. Ich bin lieber bei dir da. Wenn du mich brauchst, ich komm. Nein, ich hab kein Kopfgeld, also. Mann, ich will's. Komm, Marco, komm. Komm einfach her. Nein. Du wirst es niemals schaffen, gegen mich anzukommen. Doch. Fuck, aber egal. Und 10 Tonnen C4, Molotovs und Granaten. Ich hab aber keine Ammo für irgendwas. Ist aber gut. Ich miete einfach zu 16 Granaten hier auf die Straße. Krasser Typ. Schaffst du nicht. Man kann nur 20, 25 haben. Das im Benzinweg, du Idiotensohn. Kannst du gar nicht. Ich kann es übrigens auch anzünden. Oh, du bist fertig mit dem Benzin? Mal ich nicht. Okay, ich mal einen Penis. Hier ist ein Ei. Ja, hier das andere Ei und jetzt hier, zack. Oh, das andere Ei, es bleibt übrig. Ich hab irgendwie noch falsch gedacht. Ja, ich hab einen Penis. Komm runter. Ich hab meinen Penis. Ja, du hast einen Penis. Und ich schon immer ein. Nicht hochkommen. Nicht, dass du das so von uns gehst, wenn ich kann nicht, dass du so nicht mehr. Nicht aber. Ja, ich warte hier auf dich. Wenn du jetzt nicht gleich langsam mal hier bist, Marco, zünd ich den an. Ich check nicht, wo du raus bist. Ich bin weg. Gut, da. Ich weiß, wo du warst. Es kommt Kopf zu dir runter. Echt?
Oh, ich öffne eine Kiste. Komm, ich glaub, die Boxen sind tot. Wow. Einfach ein Runner. Digga. Du bist auch völlig... Du bist völlig falsch. Ja, ja, ich auch. Ja, ich weiß. Damit du mich schneller findest. Ich höre die Police. Das bin ich. Ja, ich zünd ihn jetzt an. Nein! So. Hier, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm schnell her. Den kannst du ihn sehen, den kannst du ihn sehen. Komm her. Komm her, hier ist er. Guck ihn dir an. Es ist nichts auf dem Boden. Doch. Ich sehe doch nichts, Hilfe! Es ist hier nichts auf dem Boden. Ich mach die Story wirklich. Was? Hallo? Niemand kriegt mein Kopfgeld! Dann komm ich so von hinten. Sina ist auf dem Weg. Jetzt Sina, komm! Über Sina machen. Egal. Weil Sina ist ein krasser Motherfucker. Komm mal mit meinem Professor runter, wenn wir den verpassen. Der lädt sich eh pro Woche 30.000 auf. 30.000? Ich hab gefühlt. Ich meine, mit 30 Schnee hat er noch nicht gewohnt. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich niemals lebend. Ich wurde jetzt weggeportet, weil ich mich getötet habe. Ich hab mich getötet, du wirst mich... Oh, scheiße. Ja, du bist un... Ich bin schon auf der Straße, ich bin draußen auf der Straße, ne? Die Straßenbahn. Ich will sie auch noch bekommen. Die Straßenbahn. Wer kennt die? Ja. Guck mal, wer hinter dir ist, Marco. Geil. Ich weiß. Ich werde jetzt auch wegfliegen. Niemand darf mein... Niemand darf mein Kopfgeld bekommen. Auch wenn es 10.000... Ja, es sind 10.000. Ich fliege jetzt weg. Ich weiß. Ich fliege jetzt eh gerade mit meinem Oppressor weg. Ich fliege eh gerade mit meinem Oppressor weg. Ich gehe jetzt an den Vespucci-Strand. Doch. Falls diese Sina immer noch drin ist, die kann jetzt erstmal was schreiben. Nee, es gucken gerade zwei Leute zu. Nein, zwei. Die will sich einfach denken. Was ein Spaß. Ein kleiner Spacki, wahrscheinlich. Da. Wie der Bastard kommt und mich versucht zu messern, Alter, ich hab ihn. Ich fahr jetzt mit meinem Motorrad weg, Alter. Dieses Popeltier wollte mich töten. Ich bin nirgendwo mehr sicher. Asoziales Deutschland! Fuck! Deutschland. Das ist ein Typ! Oh mein Gott, armes Deutschland! Look at this! Da ist der Typ! Was?
Schalke. Ich glaube, ich push mich jetzt auf 6000. Und was? Fuck! Ich hab grad mein Motorrad geschrottet. Schauen immer noch zwei Leute zu? Nee, nur noch einer. Ja, das bin ich denn. Digga, nee, das ist dieses Spiel. Paul? Ja? Hilfst du mir bis zu 6K? Marco, hast du Brawl Stars? Dann lass zocken. Ja, ich will mich auf 6000 Geld pushen. Ah, wann hab ich denn einen Knapper? Ich hab 7,3. Ich kenne diese Ball. Was? Wo ist denn jetzt, ist der das? Ja, drauf. Ja, ich habe ihn gefunden. Du meine Kanone, die ballert auch noch rein. Ah. Vor allem Lukas Intelligenz spielt auf einer Tank Map, Messmann Scharfschützen. Ja. Okay, ich spiele eine Kämpferin, halt Hara. Aber okay. Meinst du innerlich oder äußerlich? Kenn ich beides aus. Also innerlich im Körper halt. Also ich beurteile immer Menschen nach hässlich oder schön. Wenn ein Mädchen hässlich ist, will ich auch nicht mit der zusammen sein. Ich meine, stell dir vor, ich muss später mit der leben. Ich muss immer morgens aufstehen mit einer hässlichen. Nichts gegen hässliche Menschen, Lukas. Nichts gegen dich. Ich weiß. Ja, aber du, ne? Aber du. Ja, ich will nicht mit hässlichen aufstehen. Aber ich muss selber mal mit mich aufstehen. Ich hab mal deine TikToks gesehen, Paul. Ja? Du siehst komplett anders aus als früher. Ich weiß. Früher sind richtig behinderter Spaß. Heute immer noch. Ich weiß. Einfach alle, die ich sehe. Trimax-Logik. Ich bin... Trimax-Logik. Ich bin kein Payer. 2000 Gems. Zieht keine Star-Power. Mmh. Ah, noch einmal laden wir noch auf. 209 Euro, Digga. Ich habe 98 Gems, Alter. Holy shit. Morgen kann ich mir Jackie vielleicht kaufen. Wenn sie reinkommt. Achtung, Kurve. Oh no! Marco, wo bist du? Autos ab. Wow, komm mal zu mir mit deinem Oppressor, ich will was zeigen. Ich hab den Oppressor, Alter. Ich kann den auch nicht anfordern, weil ich nicht gerade in den Ding bin. Meld dich doch an. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Thank you, sir. Your specialist vehicle is now ready for you at our nearest pickup station. Du kannst dich doch einfach über Schnellmenü einloggen. Gehst du einfach halt sofort eine Karte gedrückt, gehst runter auf Motorradclub und dann steht da direkt schon als Motorrad, also als MC President registrieren. Ganz einfach.
Ja, kann ich gerade nicht aimen. Ja, komm doch mal her. Am Vespucci-Strand. Well. Ich weiß. Ich weiß, das ist mein normaler Stream immer. Wir bekommen aber eh bald Glasfaser, also von daher. Hallo! Hallo! So! Das war ich. Ich hab nichts bezahlt. Weil ich... Nee, ich hab $0. Also sag ich nur mal, winke, winke. Fuck. Und was machst du jetzt, hä? Es sein auf cool tun und dann den Oppressor verlieren. Und sag ich dazu, winke, winke. Oder winke, winke. Soll ich aufhören? Winke, winke. Alter, wie alles runterpopelt. Ich warte. Die Polizei kriegt mich eh nicht tot. Und tschüss, Polizei. Ey! Mann! Das war das. Ich glaube, ich beende an der Stelle auch mal den Stream. Linke, linke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und also, ja. Und daraufhin beende ich den.